Das ist natürlich eine sehr weitläufige Frage, ne? Also ich weiß, es ist ein immer noch kontrovers diskutiertes Thema. Boah, Das ist aber jetzt eine schwierige Frage. Jetzt muss ich überlegen, wo ich wohne. Ich persönlich muss sagen, in meinem Umfeld und in meiner beruflichen Situation fühle ich mich schon gleichberechtigt und fühle mich auch tatsächlich in Meinungsfreiheit und solchen Dingen nicht weniger gleichgestellt als die Männer der Gesellschaft. Ich denke mal, die Jüngeren, die werden sich dafür noch stärker machen wie wir Älteren. Die Älteren machen das zwar oder wollen das zwar auch, aber die Jüngeren, da geht es jetzt drum. Es ist natürlich trotzdem immer noch schwierig. Also gerade mit Kind vielleicht aus der Elternzeit zurück in den Beruf ist nicht immer einfach. Generell die Bezahlung von Frauen ist immer noch nicht einfach. Oder auch in Bezug auf viele Branchen sind Frauen natürlich immer noch unterrepräsentiert. Was ich halt wichtig finde, ist, dass das Thema halt immer mehr zum Thema wird, für Frauen und für Männer. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Also, dass nicht nur Frauen dafür kämpfen, sondern dass Männer auch dafür kämpfen, weil es auch für Männer Vorteile hat. Ja. Finde es dann schon, also mit Kind und Arbeiten, an der Stelle finde ich es halt manchmal ein bisschen schwierig. Da ist es als Frau irgendwie nicht so ganz einfach, weil schon die Anforderung ja ist, irgendwie man muss arbeiten und Kind und irgendwie alles unter einen Hut kriegen. Da ist es nicht so gleichberechtigt wie im Vergleich zum Mann irgendwie. Also da finde ich aber sonst, ich persönlich bin davon nicht betroffen, deswegen habe ich nicht so, kann ich mich nicht so sehr darüber ärgern, wenn halt auf Manager-Ebene oder so in höheren Positionen Frauen nicht so vertreten sind. Da ist ja immer noch irgendwie ein Problem. Also in meinem Kosmos, bin ich zufrieden. Ich habe auch Maschinenbaufachabi gemacht und da war ich das einzige Mädchen mit 28 Jungs, also es ist schon ein Unterschied. Ja, es ist besser geworden, es ist noch nicht perfekt, aber ich denke, wir können alle damit ganz gut leben. Punkt.